Hey Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder nicht alleine, sondern mit der Mimi. Und heute machen wir die Top-Trainer-Box von Drachenwandel auf. Let's go! So, hier haben wir die Booster. Die Sleeves gucken wir uns mal kurz an. Sehr schöne Sleeves. Und den Rest kennt ihr ja meistens schon. Das Interessante hier natürlich sind die Booster. Jawohl, ja. Oh, hier sind noch die Marken. So, wir lassen die einfach so liegen und fangen an mit dem Rayquaza Pack. So, eine Feuerenergie, ein Kastellit, ein Ursaring. Ein Lanturn, ein Garonimatz, ein Traumato, ein Flabebe, ein süßes Enton, ein Zorua, Amelias Entschluss und ein süßes Amphoros. Lies nochmal die Trainerkarte vor. Amelias Entschluss? Amalias. Oh. Amalias Entschluss. Da sind ganz viele irgendwie Amelia, oder ja, so. Wenn man zu schnell beim Lesen ist, dann kann das passieren. So, das nächste Pack mit Felinara. Wisst ihr noch, was beim letzten Opening bei Felinara Artwork drin war? Nein? Dann schaut unbedingt bei den Pre-Release Kits rein. Eine Elektroenergie, eine Seelenmaske, ein Lanturn. Ein Latignis, ein Schallquapp, ein Eboli. Süßes Evoli, ein Fleeknäuel, ein Samurzel, ein Waplu, nochmal ein Latignis und, oh mein Gott, ein Dragoan in Full Art. Oha. Pass bloß auf. Das ist leider, okay. Leider rechts und links nicht sehr gut. Oh, war ja sogar mein Lieblingsdrachen-Pokémon. Tja. Nice, nice. Der erste Hit. Erstes Pack. Erster Hit. Zweites Pack. Oder? Ja. Ach, sorry. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Hast du so mit doppelt gesleeved da rein? Jo. Eine wunderschöne Karte, würde ich so mal sagen, oder? Ist hinten auch so? Ja. Nice, nice. Oh, das legen wir jetzt so hin, dass man das immer sieht jetzt im Opening. Dann machen wir weiter mit dem Nachtara-Pack. Vier Karten nach vorne. Eine Energie, ein Kastellit, ein Fliesenangriff. Flugdrachenrolle, ein Kuvuin, ein Bummels, ein Nocturne, ein Barschwa, ein Zorokex, ein Traumato, ein Schleifenorden und ein Natana. Alter Schiene, es gönnt ja. Ein Natara V, nice. Das ist jetzt deiner Lieblings-Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Und die V-Max, kleiner Spoiler. Yeah. Habe ich auch schon gezogen. Läuft bei dir. Nice, nice. Vor allem jetzt habe ich beide in Deutsch. Mhm. Kommt auch in den Toploader. Vielleicht solltest du sowas nicht machen. Nice, nice. Ach doch, die sind noch doppelt geschützt dann. So, der zweite Hit. Nice. Dann machen wir das Pack auf mit dem Duraludon. Komm, jetzt kriegt er auch nochmal ein Drachenwandel-Pack online. Nice. Vier Karten. Und eine Feuerenergie. Elementarorden. Ein Hubbelupf. Ein Kubuin. Ein Libiskus, ein Woingenau, ein süßes Voltilam,
Oh, nice. Ein Kapuno. Ein Kiesling und ein Dialga in Holo. Nice. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ne, wir nehmen erstmal so eine. Nice, nice, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt. Oder was ihr ziehen wollt. Ja, was so eure Favorite-Karte ist. Und das nächste Rayquaza-Pack. Nur mal so zur Info, auch bei uns auf dem Discord verteilen wir auch regelmäßig Codes. Was ist denn hier los? Siehst du das da rechts auf der Karte? Ist das Dreck? Ja, ich glaube schon hinten auch. Guck. Oh, wie mies. Oh Gott, ey. Naja, es ist bisher ja nur eine Energie. Ja, Kubuin, Trasche, Sturmgebirge, Yorklef, Hippopotas, Barschwa, Kutini, ein Fleeknoll, ein Pyroleo und ein Pinsir. Wieder vier Karten nach vorne. Eine Elektroenergie. Achso, ich wollte ja nochmal sagen, meine Favorite-Karte wäre das Dragoan in der alternativen, also im alternativen Artwork. Und welche wäre deine? Ich bin da eigentlich. Achso. Ja. Jetzt nicht so fixiert auf einer bestimmten Karte. Okay. So. Find's alles, viele, was viele toll. V-Max ist und vom Artwork her, finde ich eigentlich ganz vieles toll. Ja, Nachthara. Ein Mebrana, ein Seelenmaske, ein Terribark, ein Schallquap, ein Fleeknäuel, ein Kindwurm. Den Namen finde ich irgendwie so schlimm. Kindwurm? Ja. Warum? Weiß ich nicht, ich finde, das passt zum Pokémon einfach nicht. Nee, so Wurm nicht, ne? Zorokex. Glückseis. Und ein Drapfel. So, mal gucken, was wir im letzten Pack haben. Lassen wir uns überraschen. Jetzt gibt es nochmal einen Code für euch. Nice, nice. Falls ihr die aufmacht online, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr daraus so gezogen habt aus den Packs. Ein Muntier, ein Hypno, ein Gesichtsschutz, ein Loturzel, ein Geronimatz, ein Irbis, Pikachu, ein süßes Pikachu, ein Lilminip. Oh, ein Trikefalo, nice. Oh, eins meiner Lieblingsdrachen-Pokémon. Und ein Ampharos. Nice. Ja, das war die Top-Trainer-Box. Aber ich würde sagen, gar nicht mal so übel. Ja, allein schon, dass das Dragoran in der alternativen, in Full Art drin ist oder war, gefällt mir sehr gut. Und natürlich das Nachthara auch. Nice, nice. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.